Die Chancen der Mannheimer Adler, das Halbfinale zu erreichen, sind wieder gestiegen. Gestern Abend schlugen sie die Ice Tigers aus Nürnberg mit 4:0. Das war ein großartiges Spiel. Und so langsam, aber sicher, lässt die Truppe die schwache Vorrunde in Vergessenheit geraten. Jetzt führen die Adler in der Viertelfinalserie mit 2:1. Und nur zur Erinnerung, in die nächste Runde kommt, wer als erster 4 Siege eingefahren hat. Playoff-Eishockey ist nichts für Warmduscher. Da wird hingelangt bis über die Schmerzgrenze hinaus. Doch egal wo und wann die Duelle stattfanden, die Adler waren immer die Sieger. Vor dem eigenen Tor räumten sie gewaltig auf und vor dem gegnerischen zeigten sie eine Abgebrühtheit wie selten in der Saison. Das 2:0 für Mannheim, so nachzulesen in jedem Eishockey-Lehrbuch. Die Scheibe wanderte über 3 Stationen, Zielort das Ice Tigers Tor. Dort landete der Puck millimetergenau. Besser kann man einen Konter nicht aufziehen. Noch so ein Beispiel, das 3:0, kling, klang, klong, drin lag das Ding, Torschütze Fabio Cassiola. Die Adler spielten sich im ersten Drittel in einen wahren Rausch. Und auch im zweiten Abschnitt hatten sie die klar besseren Chancen. Jochen Hecht allerdings hatte 2-mal Riesenpech, alleine vor dem Frankentor. Besser machte es Jason Podolen in der 43. Minute. Eiskalt, clever, wunderschön der 4. Treffer. Nach der unglücklichen Heimniederlage von Sonntag haben sie sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Es scheint so, als haben sich die Adler das Beste für die Playoffs aufgehoben. Mit einer solchen Klasseleistung werden sie weit kommen. Nächster Härtetest morgen im Friedrichspark. Dann sollen die Ice Tigers endgültig zu Hauskatzen dressiert werden.